Was verstecken Sie da? Ha? Oh, das ist nur die alte Schrottkarre von meinem Vater. Er will sie nicht mehr sehen, also decke ich sie ab. Sie ist komplett verrostet. Verrosteter Mist. So wie diese Band, kennen Sie die? Rusted Root oder so ähnlich? Nein, tut mir leid. Die haben einen echt guten Drummer und Bassisten. Was kann ich für Sie tun, Officer? Sie haben den in der Sawmill gestern vergessen. Ich war auch da. Sie saßen an der Bar und haben was getrunken. Ja, ja, oh, Mann, danke schön. Kaputt war er schon. Ja, der Schwanz war ab, das weiß ich. Tja, ich habe ihn stehen lassen. Danke. So wie Sie aus der Bar gestolpert sind, ist es kein Wunder, dass Sie was vergessen haben. Aber ich will Sie nicht verurteilen. Sie dürfen mich gern verurteilen. Ich schäme mich seit heute Morgen deswegen. Um ehrlich zu sein, mein Leben lang schon. Ach, ja, das kenne ich auch, das muss ich zugeben. Wegen Alkohol hätte ich fast meinen Job verloren. Oh. Ich krieg jetzt den 6-Monats-Chip. Toll, ja, wirklich toll. Danke. Ich hab den auch schon gehabt. Sogar dreimal. Die anonymen Alkoholiker kennen mich gut. Entschuldigung, der war wohl nicht so... Nein, nicht nötig, das war lustig. Ja, wirklich, ehrlich. Ja, ja, schon klar. Hey, wenn Sie es noch mal probieren wollen. Falls Sie mal zu einem Meeting kommen wollen, dann wissen Sie, wo Sie mich finden. Dankeschön. Jetzt weiß ich's, Officer Prager. Nick. Ben.